Und auf dem Meeresgrunde, wohin die Blicke nicht reichen, liegt mit offenem Munde das große Heer der Leichen. Die Arme und Haare, sie schweben, die Hände ins Nichts sich krallen, als wären sie noch am Leben, umstellt vom Spalier der Korallen. Sie winken den Schiffen und Stränden, sie winken den Mädchen am Quai. Ach, wenn sie uns endlich fänden, schweigen sie laut in die See. Die Leute gehen abends zur Mole und trinken den Schwermut wie Wein. Den Staub des Tags an der Sohle, gesetzt auf verblichenen Stein. So unsichtbar unter dem Blauen, tief unten im kalten Bett, tanzen die Kinder und Frauen und Männer ihr sanftes Ballett. Es ziehen die Fische die Bahnen, es stört hier kein Mensch ihre Fahrt. Es schwehen die Arme wie Fahnen, es schweigen die Münder so hart. Hallo, ich muss erst, mein Name ist Achim Engelberg. Ich muss erst mal ein paar technische und eine andere Anmerkungen machen. Erstens die Aufzeichnung, die Veranstaltung wurde aufgezeichnet. Wenn Sie Fragen haben und nicht aufgezeichnet werden wollen, später, wenn wir dann Diskussionen haben, hier vorne sind Blätter und Stifte, da können Sie die aufnotieren und die werden mir dann hochgereicht und dann kann ich dann entweder, wenn die Frage an mich ist, die beantworten oder Wenzel oder anderen. Leider sind wir heute nur zu dritt, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass zwei, sowohl die Antje Vollmer wie Mario Kessler, kurzfristig absagen mussten aus Gründen von Erkrankungen. Und als ich einen anderen Kollegen, der hierher kommen wollte, angerufen habe, ob er nicht vom Publikum auf die Bühne kommen will, konnte er sich kaum aussprechen, weil er auch eine Bronchitis hat. Dadurch ist irgendwie ein bisschen der Wurm, er fängt jetzt auch an schon. Also es ist, wir haben nicht Corona, wir haben Bronchitis. Und dann die dritte und dann geht es dann wirklich aufs Inhaltliche. Falls Sie so ein Gerät haben, dann bitte machen Sie das, was ich schon davor gemacht habe, ist auszuschalten. Das ist nämlich nicht so schön, wenn das während der Aufzeichnung dann oder während der Veranstaltung dann lautlos tönt. Vielleicht noch erstmal ein paar einleitende Worte, die so den Rahmen der Veranstaltungsreihe, das ist die zweite Veranstaltung. An der ersten war die Janine Meerapfel, eine Filmemacherin und Präsidentin der Akademie der Künste da und die Marion Detjen, also eine Historikerin und Publizistin. Und das Thema unserer Veranstaltungsreihe ist eben Seismografen des Wandels, Migration, Flucht, Erinnerungen. Migration konstituiert die Condatio Humana, die Natur des Menschen, ebenso wie Geburt, Vermehrung, Krankheit und Tod. So der Migrationsforscher Klaus-Jörg Bade. Weshalb der renommierte Wissenschaftler den Homo sapiens als Homo migrans bezeichnet. Man geht nicht ohne Not, man geht aber auch nicht ohne Hoffnung. Anders bei dem Flucht, dem dunklen Bruder der Migration. Dabei geht der Fliehende oft dahin, wohin Landsleute zuvor emigrierten. Juristisch zwar unterschieden, sind Flucht und Migration insofern biografisch meist verbunden wie siamesische Zwillinge. Eine klare Trennlinie ist nicht zu ziehen. Flüchtlingsgeschichten ähneln den Botenberichten des klassischen Dramas. In ihnen verdichten sich planetarische Konflikte, gestern wie heute. Bereits Bertolt Brecht
der vom sowjetischen Wladiwostok im Juni 1941 den Pazifik überquert hatte und im kalifornischen Santa Monica angekommen war, sah auf dem letzten Boot eine neue Landschaft des Exils. So der Titel seines Ankunftsgedichts, in dem er sich und seinesgleichen als Boten des Unglücks bezeichnete. Als solche zeigen Flüchtlinge die Fieberkurve einer Epoche an, die von jeher durch historische Ereignisse und Unglücke gekennzeichnet ist. Nun aber hat die Menschheit seit Jahrzehnten nicht mehr nur erhöhte Temperatur, sondern ein Fieberschub folgt auf dem anderen. Von pandemischer Armut über ausufernde Kriege bis hin zur Klimakatastrophe. All das hat massive Auswirkungen auf das globale Fluchtgeschehen, wie wir dieser Tage auch an den Küsten Europas wieder dramatisch erleben, darüber hat Wenzel gesungen, oder eben auch jetzt an dem nordöstlichen Teil in Europa, also in Belarus, Polen oder im Baltikum. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück erstmal in die Zeit von Bertolt Brecht, weil nämlich ein ganz großartiges Buch über Flucht und Migration der Wenzel geschrieben hat mit der Antje Vollmer. Mittelpunkt ist der Filmregisseur Konrad Wolf, aber es geht mehr als um Konrad Wolf. Es ist keine filmtheoretische Schrift, obwohl die Werke sehr gut analysiert werden. Und es geht auch über diesen ganzen Familienclan. Und da muss ich jetzt irgendwie fliegender Wechsel machen. Das schaffen wir es. Bei Flucht ist das die übliche Anrede. Jetzt ist mal die Frage, wie kam es denn dazu, dass ihr beide was über Konrad Wolf geschrieben habt? Wir hatten zuvor, also Antje Vollmer und ich, ein Buch über die Filme von Rainer Werner Fassbinder geschrieben. Das entstand auf folgende Weise, dass Antje Vollmer den Auftrag hatte, ein Buch über Fassbinder zu schreiben. Und sie kennt sehr viele aus diesem Umkreis. Und sie fragte mich, hast du einen Rat, wie man damit umgeht, dass nicht alle Leute danach mit ihren Rechtsanwälten Klagen einreichen, dass sie nicht richtig beschrieben sind in dem Buch. Und da habe ich gesagt, das gibt einen einfachen Trick. Du guckst dir alle Filme an und schreibst, was du gesehen hast. Dann kannst du nicht sozusagen über die internen Verhältnisse schreiben. Und es ist ein Briefwechsel entstanden zwischen uns. Wir haben in einem Kino in Neustrelitz alle Filme von früh bis 24 Uhr, ich glaube ein Jahr lang, jedes Wochenende gesehen. Und haben uns darüber ausgetauscht und dann, das war sozusagen der Versuch zu finden, das Buch heißt Hinter den Bildern die Welt, die verschwundene Bundesrepublik in den Filmen von Rainer Werner Fassbinder. Also die Bundesrepublik gibt es genauso wenig, so wie sie damals war, wie es die DDR noch gibt. Und quasi als Pendant dazu, fast ein gleichaltriger Regisseur, ist im gleichen Jahr gestorben wie Fassbinder, Konrad Wolf. Und dann haben wir uns daran gewagt und als wir begannen, merkten wir, dass es nicht mit einem Briefwechsel zu machen ist. Es ist zu kompliziert, die Struktur. Und wir haben uns vorgenommen, ein Buch gemeinsam zu schreiben, aber jeder schreibt bestimmte Kapitel und der Verlag, wir haben den Verlag gebeten, das irgendwie kenntlich zu machen. So ist, da ich aus dem Osten bin, mein Teil auf grauem Papier gedruckt und von Antje auf klarem, unschuldigem, weißem Papier. Aber das war dem Grafiker dann wahrscheinlich doch ein klein bisschen suspekt, sodass man es kaum unterscheiden kann. Also aber ein bisschen ist. Wir haben sozusagen mit verschiedenen Blickwinkeln uns versucht, diesen Phänomen Wolf, und er erwies sich ganz schnell, dass es nicht nur um Konrad Wolf gehen kann, sondern dass da eine großartige, fast vergessene Figur im Hintergrund sozusagen die ganze Initialzündung gegeben hat. Das ist Friedrich Wolf, eine hochinteressante Biografie. Ich hatte mir vorgenommen, ich schreibe ein kleines Kapitel über Friedrich Wolf und das hat sich über anderthalb Jahre ausgeweitet. Am Ende sind es 200 Seiten geworden, die ich dann eben runterkürzen musste für diesen Band, denn es sollte ja ein Buch über Konrad Wolf werden. Und da geht es natürlich um die Fluchtbedingungen und manches Mal muss ich daran denken, wenn sich heute irgendwelche Leute sozusagen herausnehmen, sich als Flüchtlinge oder als Exilanten aus Deutschland zu bezeichnen, welche Hybris daran steckt. Denn diese Familie hat es hart getroffen, ganz einfach quasi über Nacht, wie viele aus dieser Generation. Manche haben es geschafft, die Tragödie meinetwegen des Dichters Louis Firnberg,
die ist ja bekannt, der hatte sozusagen, ist ein Zahlenmystiker gewesen und der hat sein Ticket war auf den 13. Februar nach dem Reichstagsbrandprozess datiert und es war ein Freitag und der hat gesagt, er fährt nicht an einem 13. Freitag und er ist ins KZ gekommen. Also diese Momente des Glücks in dieser Geschichte sind sehr knapp und die Familie Wolf ist auf sehr absurde Weise, stückchenweise ins Exil gekommen. Erst Friedrich Wolf, der schon recht bekannt war in der Sowjetunion, und dann die Mutter mit den beiden Söhnen über Frankreich, teilweise Friedrich Wolf mit einem Schlauchboot. Also ähnliche, würde man sagen, Sujets, wenn ich das als Filmemacher beschreiben würde, wie wir sie heute kennen. Ja, ja, das interessant fand ich an dem Buch, es geht ja eigentlich viel früher los. Es geht ja eigentlich, du nennst ja das späte 19. Jahrhundert, das ist übrigens bei meinem Buch genauso, wo eigentlich diese Zeitalter der Flucht, das war im Wellen ab und zu mal, haben wir mal einen Wellenkamm, wo geht es nach unten und mal nach oben, aber es ist seit dem späten 19. Jahrhundert ist also eine Fluchtbewegung innerhalb der Welt und auch entweder aus Europa oder nach Europa. Und diese Welt, die auf einmal unsicher wird, die beschreibst du ja auch am Beispiel des jungen Friedrich Wolf. Deshalb würde ich noch mal dort kurz zurückkommen. Es wird ja auf einmal brüchig, die Welt. Und deshalb, er versucht dann Alternativen zu finden, was wir jetzt gar nicht mehr so momentan können, weil wir glauben, alles es kann nur noch ein bisschen verbessert werden. Also es entstehen praktisch Ende des 19. Jahrhunderts diese ganzen Versuche, eine unglücklich gewordene Welt oder eine Welt aus den Fugen wieder einzurenken. Und du bringst ja ein weites Spektrum, weit über die Literatur bis hin zur Musik, also Mahler zum Beispiel. Das hat sich, wenn ich dich richtig verstanden, erst so allmählich herausgestellt. Ja, also Friedrich Wolf ist 1888 geboren, das sogenannte Drei-Kaiser-Jahr oder das Brezel-Jahr, wie es genannt wurde, weil diese Achten drin sind. Es ist 1889 ist Adolf Hitler geboren, ein Jahr später. Es ist eine Generation, die wird groß ohne die feste Bindung an einen Gott. Sie sind auf einmal alleingelassen in dieser Welt, die mit Eisenkonstruktionen sich völlig ändert. Und sie müssen sich sozusagen auf ihre moralische Ordnung und auf das besinnen, was sie haben. In dieser Zeit gibt es, da hast du recht, diese Ausreisewellen nach dem Sozialistengesetz. Sehr viele Handwerker gehen nach Chile, nach Amerika, Nordamerika. Dann kommt aber im Grunde der große Einbruch für diese Generation und das ist der Erste Weltkrieg, das erste maschinelle Töten. Und nach diesem Ersten Weltkrieg, das wusste ich nicht, das habe ich letztens bei Stefan Zweig gelesen, seit diesem Zeitpunkt gibt es eigentlich erst Pässe. Es gab vorher keine Pässe. Und ich meine, das Problem der Flüchtlinge heute ist das, dass sie keinen Pass besitzen. Also das Problem ist nicht nur das der Flüchtlinge, sondern dass die Staatsbürgerschaft quasi das einzige Signum ist, was den Menschen zubilligt, dass sie Menschen sind. Wenn sie keine Staatsbürgerschaft haben, sind sie keine Menschen. Das ist eine eigenartige Konstruktion. Der Pass ist das wertvollste Teil des Menschen, heißt bei Brecht. Ja. Genau. Und der Mensch kann so gut sein wie möglich, aber es wird trotzdem nicht, ist illegal. Aber wenn er einen richtigen Pass hat... Genau, bei Brecht in Flüchtlingsgesprächen heißt es, ein Mensch kann überall gemacht werden, in einem Heustrober oder sonst wo immer. Aber ein Pass kann nicht überall gemacht werden. Dafür braucht man einen Profi. Ja. Das ist, dazu kommt, also man muss, also der Pass ist eine Reaktion auf, also der ständige Pass. Davor gab es natürlich auch, also der Pass ist eine Entwicklung des Bürgertums auch. Der ist ja schon im Mittelalter, gibt es bestimmte Wegebriefe, das sind Vorlagen. Aber dass der Pass, dass das wirklich ja notwendig ist für Reisen, das ist wirklich nach dem Ersten Weltkrieg. Übrigens hat man geglaubt, es ist noch vorübergehend. Das wird nur noch 2-3 Jahre, der Nansen-Pass, und dann ist alles wieder in Ordnung. Genau die Flüchtlingshilfsorganisation, die jetzt im Juni 70 Jahre alt geworden, die hat man gegründet, weil man, der Nansen-Pass war ausgelaufen nach dem Zweiten Weltkrieg. Man glaubte, in 3,
4 Jahren das Problem gelöst zu haben und dann braucht man keine UNO-Flüchtlingshilfe mehr. Und gerade jetzt vor wenigen Monaten haben wir die größte jemals gemessene Anzahl von Flüchtlingen weltweit. Aber nochmal zurück jetzt zu der Flucht vor den Nazis. Wie sind denn die Wolfs, also du sagtest schon mal, zuerst sind sie sind ja nicht gleich in die Sowjetunion, sondern sie sind ja ein bisschen im Zickzack gefahren oder eingeschifft. Wie war das? Also Friedrich Wolf hat sozusagen den ersten, das Problem, dass er ist auch, dass er auch noch in der Zeit eine Geliebte hatte, wie immer in seinem Leben und die familiären Verhältnisse überaus kompliziert waren. Er hat sich sozusagen aus Stuttgart in das Schweizer Land begeben. Die Familie ist auch danach, er stand auf der Fahndungsliste der Nazis, sein Eigentum wurde eingezogen. Er hat sich in die Sicherheit begeben, die Familie ging nach Basel, die Kinder wurden dort wieder umgeschult, also nochmal eine neue Schule. Und dann ist er mit seiner Geliebten mit einem Faltboot auf Bezug und so auf die Insel Brehat in der Kanalküste nach Frankreich gepaddelt. Dahin kamen auch Konrad und Markus und die Mutter. Dort verbrachten sie einen schönen Sommer und dann gab es die Möglichkeit, dass Friedrich Wolf nach Moskau fahren konnte. Er hat dort einen Freund gehabt. Durch Übersetzung seiner Stücke war er dort recht bekannt und konnte eine Wohnung akquirieren. Und dann, als dann die Pässe für Konrad und Markus und die Mutter da waren, konnten die dann mit dem Zug nachkommen, ein Jahr später. Also es ist eine... Ja, also ein häufiger Anfall, was man auch heute... Eine hochinteressant konstruierte Geschichte, wenn man sich... Für uns klingt das heute ganz einfach, weil wir Smartphones haben und uns an jedem Ort irgendwie verabreden können und etwas ausmachen können. Das ist alles nicht da gewesen. Also es gab ein paar Telefone vielleicht, wenn man Glück hatte, und es gab Briefe. Also es ist eine sehr langfristige Konstruktion. Ja. Die heutigen Flüchtlingsbewegungen leben alle mit Smartphones, also mit einer ganz schnellen Kommunikationstechnik. Das ist ein Unterschied und das finde ich sehr interessant. Ja. Aber es ist eigentlich auch so, dass diese Flüchtlingsbewegung seit der Zeit, also dem späten 19. Jahrhundert, durch die technischen Entwicklungen also immer schneller geworden sind. Also es begann ja so, dass zum Beispiel in der Zeit, wo Friedrich Wolf und Adolf Hitler geboren worden sind, da konnte man zum ersten Mal Telefonate machen über Kontinente hinweg. Und gleichzeitig wurden die ersten Stimmen aufgezeichnet. Übrigens die allererste Stimme, ist die aufgezeichnet ist, die man heute noch hören kann, ist die von Generalfeldmarschall Moltke. Der hat das im Gut von Kreisau gemacht, das ist die älteste Stimme, die man hören kann, der die Bismarckschen Kriege geführt hat. Und also weltweit sogar. Und diese Technik, und das hat sich dann entwickelt ja eigentlich über die Jahrhunderte, bis eben jetzt, dass das vor ein paar Jahren eben ein Flüchtlingsfoto da war, wo die alle am Mittelmeer standen und ihre iPhones hochhielten, um um Anschluss zu bekommen und ihren Angehörigen irgendwo im subsaharischen Afrika zu sagen, dass sie am Mittelmeer angekommen sind oder anderen, die noch in Europa waren, sie versuchen jetzt weiterzukommen. Es ist also, dass durch diese Medien so schockartige Meldungen herausgegeben hat. Ich war in einem Flüchtlingslager in Serbien. Da gab es kurzzeitig über irgendeinen Messenger-Dienst die Information, dass Finnland Flüchtlinge aufnehmen würde. Auf einmal war bei den Flüchtlingen eine Umstrukturierung. Sie wollen nicht mehr nach Deutschland, sie wollen nach Finnland. Da war irgendeiner hat da eine SMS geschickt. Finnland wäre jetzt das heilige Land. Und das ist ja eigenartig, wie schnell sich dann sozusagen Ziele umdrehen in einer solchen Konstellation durch diese Medien. Ja, das auf jeden Fall. Aber es bleibt trotzdem meistens, es ist dann auch in Finnland hat man dann auch oder in anderen Ländern. Das Land, ist dann nächsten Tag ist es ein anderes Land. Ja, aber häufig ist es dann dort, wo sie ankommen, sind dann eben die Enklaven. Deshalb gibt es da, und damit auch, also deshalb ist das zum Beispiel jetzt in Nordeuropa, in Oslo oder so, weil solche, wo vor 10 oder 20 Jahren kaum was ist, gibt es jetzt auch dort Viertel, wo mehrheitlich, also Leute, aber nochmal zurück zu der spezifischen Immigrationsgeschichte der Wolfs oder auch der Mitgefährten von Wolf, weil hier doch eine
noch stärkere oder anders geartete Todesdrohung war. Als, sagen wir mal, es ist natürlich auch eine extreme Gefahr, wenn man sich heute in Flüchtlingsgebiete, aber die Anzahl der Toten war damals also deutlich noch höher, obwohl wir jetzt vielleicht bald in ähnlichen Verhältnissen auch noch reinkommen. Aber es war doch eine, man hat ja auch gemerkt, es sind ja auch Leute verhaftet worden oder ins KZ gekommen, die also Weggefährten von beiden waren. Wie haben innerhalb der Familie Wolf, haben das dann die Kinder, die waren ja dann so, wurden ja allmählich erwachsen in der Sowjetunion, wie haben die das mitbekommen? Was habt ihr da, weil ja das auch ein Thema ist im Werk dann von Konrad. Ich glaube, da gibt es natürlich eine mehrfache Überlagerung. Einmal sind es die Freunde, die sie in Deutschland sozusagen zurückgelassen haben. Da waren die beiden Knaben, glaube ich, noch zu klein, das zu reflektieren. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Verlustgeschichte in der Sowjetunion durch die Moskauer Prozesse, die Freunde, die sozusagen ins Gulag gekommen sind. Sie haben immer zu verschwinden irgendwelche Leute aus ihrem Leben. Das ist, glaube ich, schon eine sehr prägende Erfahrung, die auch zu einer gewissen, ich würde sagen, Vorsicht in einem guten Sinne beiträgt, die auch das Werk von Konrad Wolf ausmacht. Das ist, man ist dann nicht in einer Lage, wenn das Weltvertrauen so stark beschädigt ist, an ein paar Stellen sehr kühn zu sein, würde ich sagen. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber das ist eine Haltung, die man dann einnimmt mit so einer Erfahrung. Das finde ich interessant. Und es ist einfach, diese Fluchterfahrung macht sozusagen das gesamte Oeuvre von Konrad Wolf aus. Er flieht muss als junger Knabe fliehen, weil sein Vater umgebracht werden würde. Er wird Russe und befreit als sowjetischer Soldat seine eigentliche Heimat, spricht besser Russisch als Deutsch, kommt zurück als ein, was ist es? Es ist kein Flüchtling mehr, sondern ein Befreier. Die Rolle wird sozusagen getauscht in dem Augenblick. Und er weiß gar nicht, ob das sein Land ist. Ich glaube, seine ganzen Filme sind nichts anderes als der Versuch zu begreifen, ist das mein Land oder ist es das nicht? Oder bin ich ein Russe? Also inwieweit, wir reden heute von Integration, also von Flüchtlingen, aber wie weit seine Integration in die russische Kultur war, das ist enorm. Also das auch in seinem Kriegstagebuch, man sieht das, dass er eigentlich die deutsche Sprache... Er ist in Russisch geschrieben? Er ist ein Russe, eigentlich, ja. Ja, das ist einerseits die Erfahrung des großen Terrors, aber gleichzeitig der Traum eines anderen Lebens. Das ist ja beides drin. Das ist ganz charakteristisch, glaube ich, und das Besondere, glaube ich, bei dem Oeuvre. Das andere, die Suche gerade von Kindern des Exils, wenn sie künstlerisch oder überhaupt auch wissenschaftlich produktiv werden, dass es immer auch eine Suche ist nach Heimat. Also wir hatten beim letzten Mal ja da die Janine Meerapfel, die also in Buenos Aires, also in Lateinamerika geboren ist, und die beschrieb ihre Filme oder ihre Suche, ihre Arbeiten auch eine Suche, das Land ihrer Eltern, das sie ja erst als 20-Jährige zum ersten Mal gesehen hat, also ähnlichem Alter, nur in etwas besseren Bedingungen als Konrad, der, glaube ich, berühmteste Film ist Ich war 19, also das gleiche Alter. Es ist also schon eine geprägte oder vorgeprägte Persönlichkeit schon da, im jungen Erwachsenenalter. Gehen Sie in das Alter, ins Land der Eltern, und dieses Land wird dann zumindest das Land, wo Sie auch arbeiten oder vorrangig arbeiten. Und das sind ja so ganz merkwürdige Zwischenprägungen. Das ist ja das, was wir heute haben bei vielen Immigranten, die ja auch dann dazwischen sind. Also wenn wir die gespaltenen Identitäten reden, bei eurem, oder wie es jetzt bei der ersten Bundestagssitzung hieß, das Deutschland der verschiedenen Herkünfte, das ist also älter, das ist, könnte man ja wahrscheinlich schon bei Konrad oder auch bei Markus Wolf bezeichnen. Ich glaube, das ist, wenn man, wir reden ja über Fluchtstrukturen oder Flüchtlinge, ich glaube, es gibt eine Form, in der man einer Flucht, wo man weiß, man kann in diesem Land nicht mehr leben, also, und man geht weg, um neu zu beginnen. Das ist, würde ich sagen, etwas, was an den Zustand der Menschen erinnert, bevor wir sesshaft wurden. Also das ist gar nicht so lange her. Es gibt interessante Studien jetzt von einer englischen Bio-
Archäologin, Harriet heißt die, warum wir sesshaft wurden und seitdem Kriege führen und wenn wir nicht an Krankheiten sterben. Also der Prozess, als die Menschen sesshaft wurden, ist ein sehr eigenartiger. Der hängt damit zusammen, dass das Mehrprodukt in der Stadt gehalten werden musste. Das heißt, die Könige wollten etwas zurückhaben. Das Nomadentum ist wahrscheinlich den Menschen viel mehr angeboren. Ich glaube, da ist eine Form der Flucht, ist mit diesem nomadischen Wissen oder Urwissen, das wir haben, ausgestattet. Das heißt, man sucht nach den Jagdgründen oder man sucht nach den Orten, wo es die Kräuter gibt oder man sucht nach den Ländern, wo man gut leben kann. Und dann gibt es eine andere Art von Flucht, das ist die der Familie Wolf. Das heißt, auf einmal ändern sich politische Zustände und es ist nicht mehr möglich, am Leben zu bleiben. Man wird mit dem Tod bedroht und man muss sozusagen auf eine andere Art fliehen. Ich glaube, diese zwei Dinge müsste man, wenn man das betrachtet, das meine ich ja bei meinem Vorschlag, die zwischen Migranten und... Genau. Aber meistens ist es eben die Verbindung, dass häufig auch dort, wo Leute aus dem Umfeld schon emigriert sind, dass man dorthin flieht. Und bei der Rückkehr ist es ja meistens so, dass man auch die Suche nach den Verursachern der Flucht der Eltern oder auch wenn man als Kind oder Jugendlicher, wie bei der Familie Wolf dorthin, wie geht man mit den Leuten um? Das ist oder auch wenn Leute zurückkehren, die als Erwachsene fliehen mussten. Also bei Brecht findet in meinem Arbeitsjournal ständig irgendwelche Hinweise, dass er sich überlegt, dass seine Assistenten, die gerade mit ihm fröhlich zusammen waren und er ist oben in Buko in seinem Haus und macht noch ein paar Notizen und die Praktikanten und Mitarbeiter unterhalten sich unten im Garten und er notiert, ja, vor 10 Jahren hätten die mich alle wahrscheinlich der Gestapo ausgeliefert, wenn sie gewusst hätten, dass ich hier oben sitze. Und diese Situation ist eine Eigentüme, die indirekt ja auch, oder nicht indirekt, sondern einer anderen Form und sogar einer sehr produktiven Form bei der Familie Wolf oder bei Konrad Wolf der Fall war. Es ist ja ganz spannend zu lesen, dass also die Drehteams, das sind also Leute, die auf verschiedenen Seiten der Front waren, also der Ostfront. Kannst du da noch, welche Konflikte hast du da recherchiert oder eigentlich gar keine Konflikte. Das ist Bergmann, sozusagen sein Kameramann, der hat im Krieg einen Arm verloren und der hat sozusagen wahrscheinlich an der Stelle, als Konrad Wolf mit der Roten Armee an der Oder gekämpft hat, an der anderen Seite für die Wochenschau die Sachen aufgenommen. Und für Konrad Wolf war das genauso ähnlich wie der Szenarist Kohlhase, der sozusagen in Berlin als junger Kerl... Ja gut, der war ja so jung, dass es... Er meinte, man hat sozusagen 3 Erfahrungen dieser Kriegssituation zur Verfügung gehabt. Und damit man eventuell in die Lage kommt, eine gewisse Sachlichkeit hineinzubekommen, das glaube ich. Dieser Moment, den du beschrieben hast, der Angst der Rückkehr der deutschen Kommunisten vor allem und Sozialdemokraten aus dem Exil, natürlich ist das ein Schreck, wenn man vorher bejubelt wurde in den Theatern und alle, es waren tausende Leute auf der Straße, als Friedrich Wolf ins Gefängnis gekommen ist wegen seinem Stück über den Paragraph 218 und auf einmal kippt das ganze Volk um. Es geht um Abtreibung. Genau. Und auf einmal kippt dieses ganze Volk, was vorher sich für ihn eingesetzt hat, um. Auf einmal verrät es den und das ist eine eigenartige Erfahrung, wenn man dann zurückkommt, kann man nicht verlangen, dass die sozusagen alle Leute da in die Arme schließen. Bei Friedrich Wolf gibt es noch die Situation, dass er am 17. Juli in Berlin in der Friedrichstraße sozusagen, sein Auto wurde überfallen und sein Fahrer wurde verprügelt. Und er dachte, jetzt ist es sein Ende, weil... Vor vielen Jahren davor hat in Stockholm eine Zigeunerin aus der Hand gelesen und ihm gesagt, wenn sein 7. Kind geboren wird, würde er sterben darauf. Und sein 7. Sohn sitzt ja hier. Also, der ist sozusagen kurz vor dem, am 15. bis 2 Tage, am 15. ist er geboren und dann wurde das Auto überfallen und Friedrich Wolf war sich sicher, das ist jetzt genau die Erfüllung des Orakels und ich gehe drauf. Ja. Ja, aber das ist natürlich diese Urangst.
Wir können uns das nicht vorstellen, wenn ein gesamtes Land, also alle Leute, die uns vorher umjubelt haben, auf einmal sind die unsere Feinde und würden uns verraten. Das ist eine Eigenart, das kann man nur theoretisch irgendwie. Ja, es ist schön, dass jetzt der Jüngste ist. Ich glaube, Markus ist der älteste Sohn, oder? Okay, also ich habe dann den Dritt... Wir haben sieben. Okay, ich habe also den Drittältesten habe ich dann mal interviewt über das Exil Moskau und er meinte, dass die schwierigste Zeit war zwischen 1939 bis, verrückterweise, bis zum Angriff der deutschen Wehrmacht, weil für ihn war schockierend, dass es gibt ja eine Verfilmung von Professor Mamlott, also ein Stück von Friedrich Wolf, von Konrad Wolf, und eins, das in der Sowjetunion lief. Und dieses ist, glaube ich, 1936, 37 entstanden. Und dieser Kinofilm wurde nach dem Pakt vom August 1939 verboten. Und der Film durfte nicht mehr gezeigt werden. Und das meinte, das war für den Markus wahrscheinlich auch für den Konrad, aber der war noch jünger, also gerade für den Markus, der war dann schon 14. Der war wirklich 16 war der. 16 war der. Für den war das, also sagte er mir, das war für ihn ein totaler Schock, diese zwei Jahre, dass auf einmal der Professor Mamlock das Stück, das über eins der ersten Stücke über die Judenverfolgung in der Nazi-Diktatur in der Sowjetunion nicht mehr gezeigt werden konnte. Und Johannes Becher schrieb natürlich auch eine Hymne, dass sich ein Band vom Kreml bis zur Reichskanzlei zieht. Also das sind also verschiedene Schockerlebnisse. Wie kommt man aus diesen Schockerlebnissen wieder raus? Wie kriegt man da wieder festen Boden? Oder wie ist es jetzt nicht im Fall von Markus, sondern im Fall von Konrad? Wie ist sein langes Kampf um Stoff, den er, bevor er seinen eigenen Kindheitsstoff angegangen ist, den er nie vollständig dann realisiert, hat er erst mal versucht, ja Stoffe, die im Land, also in der DDR, spielen zu machen. War das bewusster Sache oder war das auch einfach mal, dass einfach ein junger Regisseur einfach die Stoffe machen musste, die er, wo er einfach Möglichkeiten bekam? Wie war da der Weg? Denn ich glaube, er hatte eine gute Ausbildung. Das ist ja die einzige Filmhochschule, die es damals gab, in Moskau, mit hervorragenden Lehrern. Er kam nach Deutschland und hatte als erstes gedacht, er muss das Volk erheitern und hat eine Komödie gedreht. Einmal ist kein Mal. Das ist eine Katastrophe, der Film. Ein völlig losgelassener Hauptdarsteller, Horst Rinder, der nicht einen Gag auslässt. Und mein Lieblingsgag ist, wenn er den Berg runterläuft. Und es ist ein Ast und er schlägt mit dem Kopf dagegen und sagt, oh, Klingenthal. Also besser geht's gar nicht. Der Film ist völlig missglückt und dann fängt er an, sich zu finden. So ein schwermütiger Mensch wie Konrad Wolf neigt überhaupt nicht zu Komödien. Die witzigen Kommentare und Dialoge, die hat Kohlhaase geschrieben. Er hat immer gesucht nach der reinen Liebe und nach dem ganz klaren Verhältnis. Und er fängt dann an, Stück für Stück sich diesem Land anzunähern. Er bearbeitet sozusagen Lissi, ein Stück von Welskopf Heinrich über die 20er Jahre, eine Geschichte. Und dann fängt er das erste Mal mutig zu werden mit seinem Film Sonnensucher und der wird verboten. Ja. So, das ist ein großer Schock für ihn. Aber Konrad Wolf ist mit 18 Jahren in die Armee gekommen. Der geht um die Wismut. Geht um die Wismut, ja. Ein sehr bedeutender Film, finde ich. Er ist mit 18 Jahren in die Armee gekommen, er war sozusagen seine ganze Jugend unter Männern im Dreck. Das ist eine Prägung, die man sich nicht vorstellen kann. Sozusagen, das ist keine Kindheit, keine Jugend in dem Sinne. Und ist einer, der mit dieser soldatischen Tugend groß geworden ist. Also der hat sich nicht irgendwie depressiv machen lassen, wenn ein Film verboten wurde, sondern dachte, man muss weiterarbeiten, fertig. Und das nächste angehen. Das ist seine Haltung. Und damit ist er auch ja, an bestimmten Stellen vielleicht manchmal ausgewichen Problemen. Aber ich finde, diese Haltung
ich schreibe sie mir auch auf die Fahnen. Es gibt von Hans Eisler so eine sehr schöne kleine Notiz, als er von diesen ganzen Moskauer Prozessen hört und das Tretjakow und die alle wegkommen, dann sagt er nur, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, damit ich nicht wahnsinnig werde. Und ich glaube, das ist der Punkt, der in so einem künstlerischen Moment hilft, über idiotische Situationen hinwegzukommen und nicht zu verzagen. Ja. Wenn es Situation bei Situationen bleibt. Also Mario Kessler, der heute nicht da sein kann, der hat in seinem Buch gerade heraus, aber wenn es noch weitergegangen wäre, das ist eine ähnliche Reaktion bei Hans Eisler oder auch bei Gerhard Eisler, das ist der Bruder, wie Markus Wolf die beschrieben hat, dass also vor allen Dingen der Hans, also weniger der Gerhard, also richtig verzweifelt ist über die Situation und er sogar überlegt hat, abzufallen, wahrscheinlich wenn das jetzt, und die Fronten waren wieder klar, als die Wehrmacht eindrang in die Sowjetunion. So pervers das im ersten Moment klingt, muss man aus der Situation dieser Verfolgten das sehen, die dort in dem Fall dann in Kalifornien sitzen und diese Sache erleben, dass auf einmal sich, sie hatten ja Hoffnung auf die Sowjetunion, dass sie sich verbündet mit den Nazis. Und ja, das ist sicher, man muss es anders umschreiben. Das Dilemma fängt eigentlich an im spanischen Bürgerkrieg. Ja, das heißt, eine demokratisch gewählte Regierung in Spanien wird durch einen faschistischen Putsch niedergerungen und die gesamte westliche Welt unternimmt nichts, die alle von Demokratie reden. Weil es, solange das Eigentum nicht bedroht ist, unternimmt man nichts. Wenn der Gewinn funktioniert, funktioniert das. So, das heißt, sie haben gesehen, dass die Welt sich mit der faschistischen Lösung der Krise scheinbar abfindet, die westliche Welt. Das war der Moment, dass die Sowjetunion völlig allein gelassen war in dieser Konstellation. Sie versucht hat, irgendwie sich zu behaupten. Aber jetzt erleben sie, dass die sich auch noch damit verbünden. Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Moment. Ja, die haben sie schon in Spanien, die haben ja jede demokratische Bewegung, haben sie auch noch. Dort haben wir die Massaker in Toledo oder sowas. Ja, ja. Auch noch alles, viele der Spanienrückkehrer wurden auch gleich interniert in der Sowjetunion. Also was ist das für ein Gefühl als deutscher Kommunist oder Exilant, wenn du da merkst, scheinbar ist die Regierung oder die Regierungsform, vor der du geflohen bist, auf einmal sozusagen okay für diese Welt. Ja. Möglicherweise wird die ganze Welt so. Also das ist die frühen Brecht-Gedichte, als er in Dänemark ist, fragt er, wie weit kann ich denn noch wegrücken? Wie weit werden sie noch vorkommen? Also diese Vorstellung ist noch eine andere. Ja, aber jetzt ist ja kein Buch, was du geschrieben hast, sondern mit einer Co-Autorin und du sagtest, ihr wolltet eben auch Ost-West-Blicke haben, wie schon beim Fassbinder-Buch davor. Und da ist natürlich meine Frage, was waren denn die größten Differenzen? Oder habt ihr euch gekappelt bei den Kapiteln? Oder wo waren die größten Unterschiede zwischen Ost und West? Gerade bei einer Gestalt wie Konrad Wolf, die wahrscheinlich politisch noch wesentlich mehr polarisiert als Fassbinder, zumindest heute. Wir haben uns viel recht gekappelt, aber das ist eher daran, dass wir zwei verschiedene Produktionsformen haben. Antje Vollmer, die sozusagen aus der Politik kommt, ihre Stärke besteht darin, dass sie klar strukturierte Abläufe hat und sie sozusagen durcharbeitet. Ich arbeite mehr intuitiv. Ich beginne ein Thema und begebe mich immer in ein Niemandsland und weiß nicht, wo ich landen werde. Und diese zwei Techniken, die sind nicht immer kompatibel. Und das ist normal. Und dann habe ich es ihr bestimmt auch nicht leicht gemacht. Also, aber das Interessante war, dass man sich bestimmte, wir haben ausgemacht, jeder sucht sich in diesem Zusammenhang Themen, die ihn an diesem Phänomen interessieren. Und wir haben die aufgeschrieben, dann haben wir einmal eine Gliederung gemacht. Die habe ich natürlich eine Woche später über den Haufen geworfen, weil ich sie nicht mehr damit einverstanden war. Aber das ist dann einfach eine Arbeitsweise. Ja, das sind zwei Techniken, das war viel mehr das Problem. Am Ende, wir haben alle Interviews, wir waren bei Angel Wagenstein in Sofia, haben drei Interviews mit ihm gemacht. Wir haben mit sehr vielen Leuten Interviews gemacht. Es war dann manchmal die Frage, wer darf jetzt dieses Originalmaterial benutzen und wem gibt man das? Das ist wir haben beide den Goldschatz gehabt und das ist... Ja, aber es gibt ja auch eine Sache, wir müssen, damit wir uns nicht zu lange hier aufhalten,
bisschen vorangehen. Und zwar eine Sache, wo ja große Auseinandersetzungen gab, dass also das Land, das wo viele nach 45 gegangen sind, also sind ja mehr Remigranten am Anfang in die DDR gekommen als in das Mutterland der Demokratie oder die Bundesrepublik. Und da ist es ja folgende Situation, dass also eine große Auseinandersetzung war oder bis heute geht ja noch, dass also viele der Immigranten und junge Künstler haben sich dann auch gerade, weil sie eben ausgebürgert worden sind nach 33, dass die DDR selber eine Ausbürgerung macht bei deinem Kollegen Wolf Biermann. Und da ist ja die Haltung von Konrad Wolf, hat ihnen wahrscheinlich doch mehr oder weniger geschadet, oder? Ich glaube, er hat sich sehr, sehr clever verhalten. Also das Dokument, was er hergestellt hat, kann man heute veröffentlichen. Das ist sozusagen, er lehnt diese Technik ab. Dass man nicht, das war auch bei vielen, die die Resolution unterschrieben haben, dass sie die Biermannsche Haltung nicht für eine glückliche gehalten haben. Das darf man immer noch anmerken. Man muss es trennen zwischen der Technik eines Staates, der mit unliebsamen Künstlern umgeht, oder mit der Kunst, die jemand gemacht hat. Und dass Wolf Biermann von einer der sieben Todsünden belegt ist, der Eitelkeit, das ist nun mal ein normaler Fakt und damit muss man leben, an einem gewissen Punkt. Aber es ist, es gibt viele unentdeckte kleine Notizen. Zum Beispiel gab es eine Anfrage, dass sich Wolf und die Akademie gegen die Verleihung des Preises an Sacharow wenden sollte. Und Wolf hat gar nicht reagiert. Er hat sozusagen keine Stellung dazu genommen. Man muss immer sehen, in dem Spielraum einer Funktion ist es ein für mich unglaublich aufrichtiger Mann, der sich da verhalten hat. Er ist ja unwahrscheinlich früh gestorben, mit 56 Jahren an Krebs. Es gibt ja da mehrere Deutungen. Also wir wollen jetzt nicht allzu sehr spekulieren, aber es gibt ja doch eine sehr interessante Bemerkung von Christa Wolf, die er auch zitiert. Also Christa Wolf ist nicht verwandt mit Konrad oder Markus, das muss man kurz mal erwähnen. Aber die waren befreundet und haben auch zusammengearbeitet. Also Konrad Wolf hat den geteilten Himmel. Also ein Roman von Christa Wolf, also verfilmt unter anderem. Und waren auch andere zusammenarbeiten. Aber es ist so, dass sie, ich glaube im Nachhinein, oder ich weiß nicht genau wann, das hat sie geschrieben, dass er gestorben ist, als er nicht mehr weiter wusste zu handeln. Wie siehst du das? Was ist daran wahr? Was ist nicht daran wahr? Ist hier möglicherweise die Zeit, wo die Krebserkrankung manifest wird, gerade wieder eine Umbruchzeit, ähnlich wie der Zeit, wo sein Vater geboren ist? Also über die Gründe des Todes zu spekulieren, halte ich für sehr kompliziert. Angel Wagenstein hat mir gesagt, der einzige Mensch, den er kennt, der an gebrochenem Herzen, an Liebeskummer gestorben ist, ist Konrad Wolf. Ja, das hat er mir auch gesagt. Und es gibt, der Tod ist etwas, das wir nicht begreifen und das ist etwas, das kommt über uns. Aus welchen Gründen auch immer. Die Esoteriker finden immer irgendeine Erklärung für diesen Vorgang. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er nicht resigniert ist. Das ist nicht sein Charakter. Es ist eher, dass die Kräfte nachgelassen haben an vielen Fronten. Und er wollte zum Beispiel seinen letzten großen Film Solo Sunny, wollte er eigentlich gar nicht mehr als Regisseur machen. Er wollte ihn nur begleiten. Kohlhaase sollte es inszenieren. Und er hat ihn dann doch gemacht und hat nochmal einen großen Impuls, auch einen Schritt für sich selbst gemacht, eine neue Realität in diesem Land, zu dem er gekommen ist, wieder entdeckt. Also ein Film, der, wenn er ein paar Jahre vorher gewesen wäre, beim 11. Plenum nicht durchgekommen wäre. Man muss es sehen, er versucht nochmal diesen Ansatz. Es ist eine ähnliche Konstruktion wie in dem Film Carla letzten Endes. Also eine Person, die scheitert an den Verhältnissen. Aber er zieht das auf eine Art... Also das ist ein Verbotsfilm von 1965. Ja, genau. Aber er zieht... Ja. Und diese Themen werden ausgespart und Wolf wagt das nochmal. Ich glaube nicht... Christa Wolf war von ihm enttäuscht. Sie ist nach der Premiere von Mama, ich lebe, war sie sozusagen enttäuscht, weil sie meinte, er
kann doch jetzt nicht in diesen Krisen, die in diesem Land herrschen, noch immer weiter auf diesen russischen Kriegserfahrungen herumreiten. Er muss sich positionieren. Sie hat recht und Konrad Wolf hat auch recht. Wir können das aus der geschichtlichen Perspektive, glaube ich, nicht werten. Das ja. Recht steht uns nicht zu. Das war für ihn ein Thema, das sein ganzes Leben ausgemacht hat. Und ich weiß nicht, wen ich gefragt habe, was meinst du, was Wolf nach der Wende gesagt hätte? Und ich glaube, das Wichtigste und das ist sein letzter Auftritt bei dem Treffen Schriftsteller für den Frieden ist, er hat gesagt, das Wichtigste ist, dass es keinen Krieg gibt. Ich glaube, dieser Eindruck des Krieges war so vehement in seinem Leben, dass er eine große Furcht hatte, dass wir leben in einer Zeit, wo diese Gefahren wieder aufwachsen. Ja, ich meine, wir kriegen eine Ampelkoalition mit einer grünen FDP-Konstellation, die sich beide darüber einig sind, dass sie harte Kante gegen China und Russland aufführen wollen. Und wahrscheinlich die FDP hat kein Interesse an der Außenpolitik, so sieht es aus. Wie ich hörte, aber wahrscheinlich wir haben ja verloren in Afghanistan, so schnell können wir nicht wieder einmarschieren wollen. Wenn Frau Baerbock Außenminister wird, dann sage ich euch, das ist eine sehr interessante Konstellation. Ja, ja. Und das meine ich, darüber muss man nachdenken. Wenn wir über Tradition reden, müssen wir darüber reden, dass wir verhindern, dass Kriege auf dieser Welt und in Europa zustande kommen. Ja, Sie sind ja da. Sie sind ja schon lange. Aber doch mal zurück, die letzte Frage zu Konrad. Und zwar, er hat ja lange auch mit dem Angel Wagenschein, haben Sie gerungen mit Ihrem, oder nicht mit Ihrem, also ist ja vor allem Konrad und Markus Wolfs Erinnerung, dieses Troika-Projekt. Also ein großes Immigrationsprojekt, das über mehrere Kontinente gewesen wäre, wenn es realisiert worden wäre. Es gibt nur in 15 Jahre, nachdem sie angefangen hatten, das zu schreiben, also ein Buch von Markus Wolf. Und es ist nicht ein Projekt von beiden, sondern es ist ein Projekt von Konrad Wolf. Ja, ich sage ja, genau. Ja. Er hat es bloß an seinem Totenbett, quasi wie in einer großen klassischen Tragödie, hat er an seinen Bruder eine schwarze Aktentasche mit den Dokumenten gegeben und hat gesagt, mach es fertig, ich kann es nicht mehr. Das ist ein großes Filmthema, was sozusagen die Sinnlosigkeit der Konstellation des Kalten Krieges sozusagen vorführt. Drei Freunde, die in Moskauer Exil sind, ein Amerikaner, ein Russe und ein Amerikaner und zwei Deutsche. Sein Freund, der sozusagen, dessen Vater Kommunist ist und der im Gulag endet und die Mutter mit dem Sohn geht zurück nach Deutschland. Er wird Flieger und bei den Nazis. Und Konrad Wolf ist in der Roten Armee und der andere ist in der amerikanischen Armee. Drei Freunde, die sozusagen durch die politischen Verhältnisse in die Welt gesprengt werden und zu Feinden werden. Und über diese Freundschaft nachzudenken, was sozusagen mehr ist, das zwischen diesen Menschen, was sie vereinigt hat, oder diese politischen Chiffrierungen, die wir erlebt haben. Das ist ein großes Thema und das ist immer noch eine Frage und das wäre ein, glaube ich, ein sehr bedeutender Film, vielleicht der Film von Konrad Wolf geworden. Und Markus hat sozusagen eine Variante hergestellt. Ja. Er hat mit Angel Wagenstein lange über diesen Film gesprochen und Angel hat auch gesagt, Konrad, so kannst du dir das nicht vorstellen. Das geht nicht. Das ist ein falsches Happy End. Einer der drei bringt sich um, der sozusagen in West-Berlin dann Bauunternehmer wird und der andere wird Akademiepräsident. Was ist denn das für eine Geschichte? Ja? Also das geht nicht auf, man muss es anders denken. Und sie haben lange gesucht und ich glaube, die Art, wie man diesen Film hätte erzählen können, die gibt es, aber wir kennen sie nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es eine Art gibt, das zu erzählen. Ich wollte nämlich dadurch jetzt in die Gegenwart oder Zukunft darüber gehen, weil du überhaupt... Ich glaube, du schreibst das nicht, Antje, oder beide, ich weiß jetzt gar nicht genau, weil ja ein paar Texte auch zusammen, dass diesen Film wird es irgendwann mal geben. Das hat Antje geschrieben, ja. Antje hat das geschrieben. Und das ist also doch ein Stoff, den kann man, also wie gesagt, der ist noch nicht fertig gestaltet. Es gibt eine Sachbuchvariante mit etlichen Schwächen von Markus Wolf. Es gibt einige Notate. Aber es ist ein Stoff, der praktisch das Thema, was wir jetzt hatten, die Flucht und Immigration 33, 45 und die Rückkehr, also in einer exemplarischen, planetarischen Art und Weise gestaltet. Und da kommen wir jetzt zu den heutigen planetarischen Sachen. Du warst ja auch
glaube ich, 2015, 2016, also war es ja als die sogenannte Flüchtlingskrise, die wir seit ein paar Jahrzehnten haben, mal etwas höher anschwoll, auch vor Ort. Wie waren deine Erlebnisse und wie hast du die auch möglicherweise in Liedern verarbeitet? Also ich war vor Ort, weil mir Freunde aus Thessaloniki geschrieben haben, in Idomeni, das war bevor das in den Medien war, hier ist die Hölle los, du kannst dir das nicht vorstellen, kommt bitte rum und schaut euch das an. Ich bin mit Antje da auch hingefahren, wir sind da hingefahren und dann sind wir mit ein paar Freunden die Route bis nach Serbien eingefahren, in mehreren Flüchtlingslagern. Ich habe angefangen, da zwei Essays zu schreiben und merkte, das ist nicht formulierbar, das ist Unsinn. Das ist also das, was ich darüber geschrieben habe, ist scheinbar hängt nicht damit zusammen. Es ist eher, dass ich darüber nachgedacht habe, was mit unserer Gattung eigentlich passiert ist. Ich habe ein Lied geschrieben, nur der Mond mit seinem Licht, das habe ich in Idomeni geschrieben. Die lagen da alle im Dreck und da war der gleiche Mond, unter dem wir spazieren gehen. Also was ist das für ein Bild? Ja. Das andere wäre moralische Nötigung. Ich kann nicht jemandem vorwerfen, der nichts dafür kann, wie diese Bedingungen sind. Ja. Also was soll ich meinen Leuten, die in meine Konzerte kommen, was soll ich ihnen da Grausamkeiten vorsingen? Also das ist etwas, ich war in ein paar Kriegsgebieten in meinem Leben, das hat mich irgendwie sehr zermürbt. Mich hat zermürbt, als man gesehen hat, wie die an der Grenze nach Mazedonien, was da nur Mafiadonien hieß, standen und dann durften immer mal 20 Leute durch und die haben sie in den Arsch getreten, wie Dreck haben sie die behandelt und Kaugummi kauend mit der Waffe. Das sind Bilder, die sind nicht gut. Da glaubt man nicht sehr an die Gattung und an die Humanität dieser Gattung. Und man weiß aber immer, dass es auch politische Verhältnisse, Eigentumsverhältnisse sind, die diese Verhaltensweisen erzeugen. Aber es ist ein unlösbares Problem, das muss man so sehen. Das habe ich dort begriffen. Das ist auch nicht mit die NGOs und so, die da alle helfen. Damit ist nichts zu lösen. Es ist auch mit Spenden nichts zu lösen. Das ist so letzten Endes wie mit einer Pandemie nur international zu lösen. Die Gattung ist in einen Zustand geraten, wo ihre ökologische Krise und selbst diese jetzt mit Corona nur noch global zu lösen ist. Alle Probleme, die antauchen, sind nicht mehr national zu lösen. Und das müssen wir begreifen, sonst haben wir verloren auf diesem Planeten. Ein Lied wollen wir das schon noch hören. Okay. Vielleicht das vom Mond, oder? Weil du es ja schon erwähnt hast. Das ist toll. Jetzt will das jeder hören, glaube ich, oder? Ich habe anderes da geschrieben. Ist auch. Ja, dann mach. Willst du das vom Mond oder das andere? Wir machen es so. Wir sind beide in A-Moll. Wir Wein oder Bier, ach, nehmen wir beides. Nur der Mond mit seinem Licht, nein, der unterscheidet nicht zwischen Tieren, Bäumen, Mensch und Stein. Zwischen mit großer Gerechtigkeit strahlt sein Licht durch jede Zeit auf die Welt beschwörend ein. Hinterm Stacheldrahtverhau auf die alleingelassene Frau, auf den Alten mit dem lahmen Bein. Auf den Penner in der Stadt, auf jeden, den der Hunger hat, selbst durch Zellenfenster strahlt er rein. Kontostand uninteressant, welcher Gott und welches Land, welche Farbe, welches Markenhemd. Nein, er unterscheidet nicht, nur dem Mond mit seinem Licht ist die Welt, so wie sie ist, nicht fremd. In den Lagern und am Strand, selbst in einem fremden Land, spendet er sein Licht mit großer Ruhe. Dem Verzweifelten, der still von der Brücke springen will, weist das gleiche Licht er zu. Thank you.
jedem kleinen Vagabund, jedem dürren Straßenhund, jedem Mensch auf einem Flüchtlingstreck. Alle, die verloren sind, jedem ungezogenen Kind, ohne Hintersinn und ohne Zweck. Jeder sieht ihn ganz für sich als seine Kugel oder Strich, tief im Himmel hoch im Sternenwind. Als ermahnte er uns sacht, immer wieder jede Nacht, dass wir ihm doch ebenbürtig sind. Anderes Phänomen, das bei Flucht und Migration ist, dass es nicht nur innerhalb von Familien oder Freundeskreisen ist, sondern häufig kommen auch Leute durch geschichtliche Beziehungen in ein Land zurück und oder überhaupt dorthin. Und ich bringe eine Passage, die aus meinem Buch zu Flucht, Migration und Erinnerungen, die sich erst erklärt bei dem nächsten Abschnitt dann, wenn wir dann einen Film sehen, der kurz nach meiner Lesung zu sehen sein wird. Als ich Valentina Falmene das erste Mal besuche, bittet sie mich, die Zeitung aus dem Briefkasten zu holen. Verständlich bei einer Frau im 10. Lebensjahrzehnt. Später erfahre ich, es ist ihrer Beine wegen, die sich im Winter 1942-43 bei eisiger Kälte in Osteuropa ruinierte. Da war sie noch eine junge Frau. Lebensgeschichten wie die von Valentina Falmene helfen uns zu verstehen, warum sich das vereinte Deutschland in den 1990er Jahren tolerant und hilfsbereit gegenüber Juden und Jüdinnen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion zeigte, die vom zentralen runden Tisch im Frühjahr 1990 in der DDR geschaffene Einwanderungsmöglichkeit konnte seit 1991 bundesdeutsches Recht werden. Als Kontinentflüchtlinge kamen rund 220.000 Menschen. Zugleich erreichte die Zahl der in Deutschland ankommenden Russlanddeutschen einen Höchststand. Die Ankommenden waren Auswanderer, weil sie ein besseres Leben in Deutschland suchten, und Flüchtlinge, weil sie ein zerschlagenes Imperium verließen, in dem die Lebenserwartung drastisch sank. Genau genommen waren einige sogar Arbeitsmigranten, eine Unterscheidung, die damals noch kaum Beachtung fand. Welche Schrecken Valentina Falmene erleben würde, nicht nur die bittere Kälte in der schier unendlichen Weite des Ostens, das hatte man in ihrer Wiege nicht ahnen können. Die lettische Filmkritikerin wird 1922 geboren und wächst auf in der alten Hansestadt Riga mit ihren gotischen Backsteinkirchen und orthodoxen Gotteshäusern, ihren spätmittelalterlichen Kontoren und jungenstehenden Villen vom Ende des 19. Jahrhunderts. Ihr Vater Leopold Löwenstein arbeitet als Anwalt für Medienkonzerne wie die UFA in Paris und Berlin. Dort lebt sie in einem bildungsbürgerlichen Haushalt mit Hausmusik und Gouvernanten, die sie umsorgen. Bei den Löwensteins gehen Künstler ein und aus. Valentina nimmt teil an Festen und Liebesaffären, sieht Filme und kann einiges an Anekdoten erzählen. Lächelnd erinnert sie sich an die Schauspielerin Annie Ondra, die später den Boxer Max Schweling heiratete. Sie fütterte die kleine Valentina mit Kuchen und Eis, wobei sie zuweilen recht melancholisch wirkte. Vielleicht sie selber keine Kinder hatte, überlegt die Alte. Nun erzähle ich eine Erfahrung. Frau Falmene musste dann zurück als Jüdin nach 1933. Also
dann ist sie natürlich auch in die Konflikte reingekommen, die wir schon besprochen haben, gerade als dann die baltischen Staaten überrollt worden sind von der Sowjetunion, da sind etliche von ihnen verhaftet wurde, aber ganz schlimm wurde es und da ist dann eine Erfahrung, die ich dann später noch wir behandeln werden, und zwar das Verstecken vor den einmarschierenden Nazis. Auf einem Bildschirm sehe ich einige Männer und Frauen, Tücher schwenkend, eine Hakenkreuzfahne hochhalten, viele mit zum Hitlergruß emporgeschreckten Armen. Die Gesichter freudig erregt, wenn die Kamera in die Weite schwenkt, erkennt man sie als Teil einer Menschenmasse, die am 1. Juli 1941 die in Riga einmarschierende Wehrmacht als Befreier begrüßt. Die sowjetischen Besatzer hatten Massaker in den Gefängnissen verübt, bevor sie flohen, und die Nationalsozialisten behaupteten nun, die lettischen Juden seien daran schuld. Rachegefühle entladen sich gegen die zu Sündenböcken erklärten. Was nun folgt, ist mit lettischer Hilfe die prozentual effektivste Judenausrottung, die es jemals in einem Land Europas gegeben hat. Das Filmmaterial enthält Sequenzen vom Beginn. Man sieht Juden, die abgeführt, geprügelt und über Straßen geschleift werden. Auch in die Wohnung der Großeltern Valentina Freimanes dringen selbsternannte Rächer ein. Ausrechnet den Onkel Georg, der gerade die Deportation durch die Sowjets entronnen war, entdeckten sie und nehmen ihn mit. Er wird als erster aus meiner Familie ermordet. Valentina hatte in ihrem zweiten Leben ihren Freund Dima geheiratet, einen Medizinstudenten, und dies vor allem, weil Angetraute bei den Behörden nachfragen konnten, etwa wenn der Partner deportiert wurde. Valentina gefährdet Dima, wenn sie nicht mit ihren Eltern in das am 23. August 1941 eingerichtete Ghetto geht. Dima will davon nichts wissen, er will Valentina verstecken. Was soll sie angesichts dieses Dilemmas tun? Nicht, weil ich Dima nicht liebte, wollte ich ins Ghetto, sondern weil ich ihn gefährden wollte. Eindringlich redet die Mutter auf sie ein. Du darfst Dima nicht die Ehre nehmen, dass er dich als dein Mann beschützt. Ich gehe mit meinem Mann, du mit deinem. Im Alter glaubte Valentina Freimene, dass ihre Mutter wusste, was sie erwartete und sie selbst nur durch deren entschiedenes Auftreten davon abgehalten worden ist, mit den Eltern ins Ghetto zu gehen. Die Mutter stirbt mit 16 anderen Verwandten bei Erschießung im Kiefernwald von Rumbula. Wenn keine Gedenkstätte daran erinnern würde, sähe es heute wie ein Naherholungsgebiet aus. Der Vater schuftet als Zwangsarbeiter und Valentina lebt versteckt bei ihrem Mann. Eines Tages wird das Haus durchsucht, aber sie hat unglaubliches Glück und kann entkommen. Allerdings wird ihr Mann verhaftet, man kann ihm nichts nachweisen, doch dann bricht in seinem Gefängnistrakt die Ruhe aus und alle Häftlinge, erkrankt oder nicht, werden erschossen. Später erfährt Valentina, dass sie und ihr Mann denunziert worden waren. Von wem und warum, das kommt nie heraus. Immer wieder erlebt sie ganz außerordentliche Treue und Hilfsbereitschaft. Denn sie muss jetzt allein durchschlagen. Die streng gläubig katholische Haushälterin Gajewska bleibt in all den Jahren der Bedrängnis ihre Bezugsperson. Von den Baptisten bis zu einer Hausmeisterin, die ihre Abstammung von den Roma verheilen muss, über einen deutschen Feldwebel bis zu einer altgläubigen Familie helfen ihr die unterschiedlichsten Menschen. Es ist ein weites gesellschaftliches Panorama, in dessen Schutz sie in der klaustrophobischen Enge wechselnder Versteckte überlebt. Ich mache jetzt nur ein paar Ausschnitte daraus jetzt. Einmal kommt Valentina Freimane bei einer Familie unter, deren einziger Sohn am nächsten Morgen für die deutsche Wehrmacht in den Krieg in den Osten ziehen soll. Mit einem ebenfalls einberufenen Freund betrinkt er sich an jedem letzten Abend. Angedrungen beklagen die beiden, dass sie noch so wenige Frauen kennengelernt hätten, und bedrängen Valentina. Allerdings wirkt der Alkohol und sie schlafen ein, bevor etwas geschieht. Sie erzählt es in einer Mischung aus Tragik und Komik. Weit weniger glimpflich kommt sie davon, als sie wegen einer Kontrolle ihr Versteck verlassen muss. Es ist die Zeit, als im Osten die Schlacht um Stalingrad den Krieg wendet.
Dünn bekleidet zittert sie in frostiger Nacht und holt sich Erfrierungen an den Beinen. Die eiternen Beulen wollen nicht heilen und verhärten sich zu Narben, platzen noch nach Jahren und Jahrzehnten immer wieder auf. Sie hat auch diese Situation überlebt, aber ihre Beine in jeder Nacht ruiniert. Kurz zuvor, am 9. Mai 1942, hatte sie ihren inhaftierten Vater zum letzten Mal gesehen. Er plant einen Ausbruchsversuch, wurde aber verraten und erschossen. Zum Schlüsselerlebnis wird für sie die Begegnung mit dem deutsch-baltischen Politiker und antifaschistischen Publizisten Paul Schiemann, einem der Gründungsväter des modernen Lettlands, den alle nur Herr Doktor nannten. Schiemann, schon sehr schwach und ins Bett gebunden, diktierte Valentina Freimene die Geschichte seines Lebens. In den Gesprächen mit ihm gewinnt sie den geistigen Kosmos, dem sie folgt. Sein Traum war eine lettische Demokratie, die das Patchwork der Minderheiten integriert, die in solchen Grenzregionen seit Menschengedenken verwurzelt sind. Tief besorgt, geradezu verzweifelt war er über die Lage seines Landes. Weder die Freiwilligenlegion der Waffen-SS noch die lettische Division der Sowjetarmee können Lettland retten, erläuterte er, denn weder Hitler und Stalin wollen ein unabhängiges Baltikum. Die einzige Chance sah in einem Attentat auf Hitler, das den Weg zu einem Verhandlungsfrieden freimachen könnte. Manchmal ging er sich in Andeutung, sodass Valentina Freimene allmählich den Verdacht hegte, dass er vielleicht mehr wusste, als er sagte. Paul Schiemann starb am 23. Juni 1944 und erlebte nicht mehr, dass mit dem Scheitern des Attentats am 20. Juli 1944 die letzte Chance auf ein unabhängiges Baltikum nach dem Zweiten Weltkrieg vorerst verspielt war. Als im Morgengrauen des 13. Oktober sowjetische Panzer rasselnd die Brücke über die dunkle Düna überqueren und in Riga einrollen, ist es eine Befreiung und eine erneute Annexion. Tausende fliehen gen Westen, in Autos, auf Schiffen, auf Fahrrädern, zu Fuß in großen Trecks. Ein Bild der Trostlosigkeit. Und nach Osten, nach Sibirien, fahren noch lange Züge, in den Waggons Tausende zusammengefercht sind. Wochenlange Irrfahrten bei Durst und Hunger, die Züge an die Frontvorfahrt haben. Viele überleben das nicht. Nach der Befreiung von Valentina Freimene, allein, ohne Familie, muss sie sich eine Existenz schaffen. Es beginnt ihr viertes Leben. Also dieses ganze Leben von ihr sind fast alle Brüche des 20. Jahrhunderts enthalten. Sie heiratet erneut, bringt eine Tochter zur Welt, trennt sich aber bald von ihrem Mann. Als Jüdin und Bildungsbürgerin bleibt sie Außenseiterin, immer unter Beobachtung und nicht für einen leitenden Posten vorgesehen. Diese Geschichte von jemandem, der also überrollt wurde von diesen Aktionen, die habe ich vorgelesen, weil das kommt nach und nach im Gespräch. Aber jetzt wechseln wir das Medium von der Lesung, von der Diskussion und den Gesängen und den Liedern gehen wir jetzt rüber zu einem Film. Und davor wurde das bitte mal noch abgedimmt werden, das Licht. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Ja, hier bin ich, ja? Ja. Hast du Zucker? Ja, weißt du doch. Noch mein verrückter Spleen, ne? Ich freue mich, dass du das klar anziehst, Mutsch. Ich frage mich, wo das herkommt, Mutsch, weil ich hab's von dir übernommen, das weißt du schon, als Kind. Weil du nicht Spinat essen wolltest, habe ich dich dazu gebracht. Hast du das Programm schon geguckt? Ja, naja, dann schreibe ich, ja. Meine Großmutter stammt aus Gutenhaupten.
Ja, schmeckt besser, ne? Hab ich schon recht gehabt. Ich habe den Film, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, den muss ich zusammen mit dieser Lesung, weil nämlich das ganz ähnliche Charaktere waren, die Valentina und deine Großmutter. Das war nämlich auch so ein bisschen bildungsbürgerliche Sache. Und es war auch bei dir, war es natürlich wahrscheinlich noch etwas schwieriger gewesen, weil die familiäre Bindung war. Aber bei mir war es auch etwas schwieriger, bevor also ich habe hier nur einen winzigen Teil vorgelesen, aber das interessiert doch keinen mehr. Und dann auch also dieses Hin und Her, das kenne ich also auch. Wie bist du eigentlich dann, hast du das getraut dann gleich als erste Übung? Und ich bin ja nur bei einer fremden Frau gewesen, aber du warst bei deiner Großmutter und warst nicht alleine, sondern mit einem Filmteam. Und hast dir erstmal davor geschrieben, wie ist der Film zustande gekommen? Oder wie war das Herangehen? Ja, also ich habe ja eingangs gesagt, es ist meine Jugendsünde. Da war ich natürlich auch noch ein bisschen an einem anderen Punkt, vielleicht mit dem Reflektieren über meine Familie und Familiengeschichte und so. Mir war vielleicht damals gar nicht bewusst, dass es doch eine etwas besondere Familiengeschichte ist und mit besonderen und natürlich auch sehr bildungsbürgerlichen Umständen und so weiter. Und ich wollte, also ein bisschen ähnlich, es interessiert doch keinen, ich wollte das erst nicht machen. Ich wollte irgendein anderes Thema, wir mussten halt alle einen Dokumentarfilm im ersten Jahr machen, wollte was anderes machen. Und da gab es einen hellsichtigen Professor, der sagte, es ist deine historische Verantwortung, diesen Film über deine Großmutter zu machen. Ich habe gar nicht richtig verstanden, was er meint. Und dann dachte ich aber, dass also meine Großmutter und ich, die wir ein gutes Verhältnis immer hatten, auch viele Ähnlichkeiten auf eine Art, dass wir uns da so eine Art Spaß draus machen würden. Und also es ist ja eben auch alles mit diesen Inszenierungen, diesem Gestellten. Und gleichzeitig war mir schon klar, dieser Charakter, der sie ist, dass sie auch versuchen wird, eine Art von Kontrolle über das, was passiert und was mit ihr passiert und ihrer Visualisierung, ihrem Verbildlichen, eine Kontrolle darüber zu gewinnen. Und es ist richtig noch auf Filmmaterial gedreht, das heißt, es gab begrenztes Material und wir haben das eingeteilt, irgendwie ein Drittel für die Interviews, ein Drittel für die Impressionen und ein Drittel für was dann auch immer an Konfliktstörungen und so weiter passieren wird. Das war schon vorgesehen. Und ich glaube, mir ist aber damals nicht klar gewesen, warum sie das eigentlich macht. Also ich dachte, sie wird es kontrollieren wollen, weil das ihr Charakter ist, weil sie ein schwieriger, ein besonderer Charakter ist. Aber wenn ich den Film heute sehe, also sie ist ja eben nicht mehr am Leben, dann hatte sie, wie sie eingangs auch sagt, habe ich schon recht gehabt. Sie hat auch damit recht gehabt, diese Sorte Kontrolle auszuüben, weil sie ist jetzt nicht mehr da und sie hat die Hoheit auch über die Erinnerung an sie, die Geschichtsschreibung nicht mehr. Wir sind jetzt hier und gucken diesen Film, der Film bleibt. Und in dem Sinne war das schon sehr richtig von ihr, diese Form von Kontrolle ausüben zu wollen, weil es ihr, glaube ich, die Macht der Bilder sehr bewusst war. Ja. Sie hat ja auch einige Geschichten, also das ist mir auch aufgefallen, deshalb habe ich zum Beispiel von meiner Geschichte, also einer von meinen Geschichten, die Sache, wo sie sich versteckt, reingemacht, weil das war eben die Sache, was ja im Film nur ganz indirekt vorkommt. Das wollte eben, die anderen, das habe ich mehrfach erlebt, also auch von bei anderen Sachen, dass diese Sache, gerade bei solchen selbstbewussten Menschen, also ich meine hier nicht mal Männer oder Frauen, also bei konkreten war mir jetzt ausgesuchten Frau, aber gerade diese Geschichten, dass sie, wo sie die am wenigsten Kontrolle hatten, also wo die dort herumgeirrt sind, das war eben, das ist das wirklich, das, dieses dunkle Geheimnis. Also ich dachte zum Beispiel bei meiner Geschichte eher, oder ich meine, also von der Valentina, als ich dachte, die ist eben, weil sie über 90 war, die kann einfach nicht mehr laufen und ehe sie dann die Geschichte erzählt hat mit ihren erfrorenen Beinen. Und hier ist er bei deiner Großmutter ähnlich geworden. Wie war denn das, als du Kind warst oder jugendlich, wie hast du eigentlich diese Familiengeschichte allmählich erkannt oder mitbekommen? Man kriegt es ja meistens erst mit irgendwelchen so kleinen Anekdoten mit oder
Kannst du da was sagen? Genau. Also ich glaube, das hat viele Aspekte, was du jetzt ansprichst. Wie habe ich die Familiengeschichte mitbekommen? Anders als in vielen anderen deutschen Familien war das bei uns jetzt kein großes Schweigen, sondern es war eher so überthematisiert, überverbalisiert. Also immer, wenn wir da vor allem bei meinen Großeltern, mittlerweile ist es bei meinen Eltern aber ähnlich, es geht immer um früher, immer wenn wir da am Tisch saßen, ging es um den Krieg. Also der Krieg war ein Dauerthema und was wer wie im Krieg gemacht hat und wie er sich verhalten hat auch. Und als ich 5 war oder so, war meine größte Angst, der Krieg wird ausbrechen, weil das einfach so, also so ein Überthema bei uns war. Aber natürlich kommen dennoch, wie du es vielleicht auch beschreibst, es kommen selektive Geschichten und es kommen natürlich tendenziell die Geschichten, in denen man sich, tja, in der richtigen Position wähnt oder in denen man glaubt, sich richtig verhalten zu haben. Und die Ambivalenzen sind vielleicht nicht so Thema. Und bei uns, also früher war vor allem dieses, meine Großeltern waren in Paris und die Liebe für Paris. Und ich wurde auch nach dem Abi erstmal direkt nach Paris geschickt. Ich fand es schrecklich. Aber also so, das war... Warum? Eine langweilige, ein großes Museum. Egal. Also das war ein großes Thema. Aber was eigentlich hinter diesem Paris stand, das ist mir natürlich erst später bewusst geworden. Und dazu muss man eben sagen, Geschichte ist natürlich ambivalent. Und also ich glaube, dass das auch mit ein Grund war, warum darüber meine Großmutter vielleicht an der Familientafel schon spricht, aber jetzt vor laufender Kamera eben nicht so gerne, weil die historischen Umstände waren in zweierlei Hinsicht ambivalent. Sie ist ja aus Breslau, also ihre Familie hat da sozusagen auch die Heimat verloren. Ihre Schwestern waren auch wirklich auf der Flucht. Sie war da schon in Paris, oder da war sie vielleicht schon wieder in Berlin. Aber Moment, jetzt sind wir, naja. Also, irgendwie, sie ist doch Ende der 30er Jahre noch, muss sie doch nach Paris. Sie ja, aber sie hatte ja noch Schwestern, ja, die, in Familie, die waren in Breslau, die ja. Waren auch wirklich dann auf der Flucht. Die also, müssen doch dann Ende, sind die dann mit dem Anmarsch der... Genau. Und das okay. War ja schon sehr merkwürdig, weil es war ja also diese Familie mit dem jüdischen Hintergrund, aber sie waren keine Sternträger, also sie waren jetzt nicht vom KZ bedroht und sind dann sozusagen auf die Flucht gegangen mit den Deutschen, obwohl sie eigentlich auch zu den Deutschen nicht wirklich gehörten. Also das war schon schwierig. Da war meine Großmutter aber nicht dabei, sondern sie war daneben in Paris. Aber auch das war natürlich eine Form von sich entziehen vor den Nazis. Aber es war ja auch alles, also in Paris eine schwierige Situation. Sie war eben mit diesem Mann, der an der deutschen Botschaft arbeitete. Und der gleichzeitig aber der Resistance Informationen weitergegeben hat. Also es ist eine sehr ambivalente historische Situation gewesen und die man auch vielleicht in 3 Sätzen nicht so auf den Punkt bringen kann. Und ich glaube, auch das hat was mit dem Schweigen vor der Kamera zu tun. Ich glaube, das Schweigen ist insgesamt bei solchen Fluchtgeschichten, dass es immer so eine dunkle Sache gibt. Ich habe es ja auch erst mitbekommen durch die Flüchtlinge und während, vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber mich hat das auch das Verständnis erweitert, um dann zum Beispiel die Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien, mit denen ich teilweise studiert habe, die besser zu verstehen. Oder auch andere Flüchte. Und das scheint ja bei dir auch zu sein. Du hast dann später noch einen Film gemacht über, glaube ich, 2016, wo dann über die, reflektierst über die Fluchtgeschichten deiner Familie mit den Gegenwärtigen. Kannst du da noch was sagen? Ja, weil sich das natürlich irgendwie aufdrängte. Ne? Also vor nicht, also 80 Jahren, sagen wir mal, waren die Deutschen eben selber, viele Deutsche in einer Fluchtsituation und nun kommen Flüchtende zu uns und wie geht man mit ihnen um? Und da gab es in meiner Familie eben diesen besonderen Umstand. Da war meine Großmutter eben nicht live dabei, aber das hat sich später trotzdem verbunden, dass ihre Schwestern aus Breslau nach Bayern flohen und dort von einer, also diese Töchter einer jüdischen Pelzhändlerfamilie, von diesen bayerischen
von dieser bayerischen Bauernfamilie aufgenommen wurden und sich ein ganz freundschaftliches, familiäres Verhältnis zwischen denen entwickelte, was ein Leben lang hielt. Und ich und die sich auch gegenseitig wahnsinnig, also ne, die meine Großtanten, denen Lesen und Schreiben beigebracht haben und so weiter, also das hat sich sehr befruchtet gegenseitig. Und ich bin dann 2016 zu den Kindern dieser bayerischen Familie, die jetzt natürlich auch also so um die 70 sind, und habe die befragt, wie sie jetzt über die Flüchtlinge, über die Flüchtlingskrise sogenannte nachdenken. Und die waren natürlich, obwohl sie damals diese Verbindung über die Flucht hatten, heute sehr skeptisch und hatten eine eher abweisende Haltung zu den jetzt Ankommenden. Und das war so ein interessantes Spannungsfeld. Und darüber habe ich den Nachfolgerfilm gemacht sozusagen. Genau. Und bleibst du dem Thema treu oder machst du jetzt was ganz anderes? Naja, also das sind ja alles so Filme, die, die sich mit der Geschichte dieses Landes, in das ich hineingeboren wurde, und der Frage, was hat es auch mit meiner Generation zu tun oder mit meinem Verhältnis zu dem Land. Und also ich habe ja an der Filmhochschule Konrad Wolf studiert und ihr habt ja vorhin, ich war 19 erwähnt, und da gibt es ja diese tolle Szene, wo also er in Deutschland ankommt und er ist ja verantwortlich für diese Ansprachen, weil er Deutsch spricht, an die deutschen Soldaten oder an die deutsche Zivilbevölkerung, glaube ich. Und er ruft immer so raus, liebe Deutsche, gebt eure Waffen ab, wehrt euch nicht mehr und so weiter. Und er spricht immer in dieses Megafon und es schallt so in diese deutsche Winterlandschaft. Und es kommt nicht zurück. Und ihr habt das ja vorhin beschrieben als die Frage, ist das noch mein Land? Und ich glaube, dass diese Frage auf irgendeine Art sich in meinen Filmen stellt. Und der nächste Film, das ein Kinofilm wird, den ich im nächsten Jahr drehe, tut das in ähnlicher Weise auch. Es geht um die letzten 100 Jahre der deutschen Geschichte an einem kleinen Mecklenburger Dorf erzählt, nämlich Bad Kleinen. Und der Film soll Rote Sterne überm Feld heißen. Und das ist ein Dokumentarfilm oder? Nee, ist schon ein Spielfilm, aber greift eben tatsächliche historische Begebenheiten auf, benutzt dokumentarisches Material und spitzt sie dann zusammen zu einer fiktiven Handlung, ja. Weiß ja, Bad Klein wurde ja bekannt in den 90er Jahren durch ein Ereignis. Das berüchtigt. Ja. Ja, das. Aber das ist jetzt nicht zur Flüchtlingssituation, der Migrantensache, auch nicht zur Erinnerung. Bei Erinnerung ist es Erinnerung. Dann wiederum, wie deutet und, man? Und Flüchtlinge kommen auch vor, ja, keine Sorge. Ja, nee, man kann ja auch was anderes sagen, ich mache auch andere Sachen. Nur muss jetzt ein bisschen so auf das Hauptthema. Und eine wichtige Sache ist natürlich auch, dass seine Großmutter, die wir jetzt gesehen haben, oder auch zurückgekehrt kommen, das ist eben die Fluchtursachen müssen da weg sein. Und ich würde jetzt noch mal zwei Seiten, ein paar Vorschläge, wie man die Fluchtursachen heute allmählich, das ist eine Jahrhundertaufgabe, aus meinen Büchern vorlesen, und Sie können sich mal überlegen, ein paar Fragen, die Sie dann uns stellen, und möglicherweise kann der Wenzel jetzt auch dort, weil wahrscheinlich auch etliche Fragen an ihn kommen, nach vorne kommen. Bei aller Unbestimmtheit der Zukunft ist eines sicher, dass sich in der Vielfalt von planetarischen Flucht und Migration die Vielfalt der globalen Konflikte von der Klimakatastrophe über die Stellvertreterkriege einer multipolaren Welt bis zur gravierenden Ungleichheit zeigt, sind wir auf einem langen, beschwerlichen Weg. Weiterhin gilt, abgesehen von wenigen Ausnahmen, die Regel: Nicht die Fliehenden schaffen die Probleme, aber sie zeigen sie auf. Deshalb muss es eine Variationsbreite von Ansätzen geben, von der Verteilung von Schutzsuchenden
über eine Erweiterung der Möglichkeiten von Einwanderung und schnellen Bildungsangeboten für Ankommende bis hin zu drastischen Einschränkungen von Waffenexporten, da in allen Kriegen Waffen aus Europa im Einsatz sind. Diese Ansätze sollten auf Nahziele ausgerichtet sein, die zunächst das große Leid mindern, aber vor allem auf das Fernziehen eines neuen Zusammenlebens hinwirken. Nicht in sich ausschließende Gegensätze von Realos und Fundis, Pragmatikern und Utopisten sollte gedacht werden, vielmehr sollte es zwischen Nah- und Fernzielen mannigfache Verbindungen und Resonanzen geben. Wer schnell Anschluss findet, steigert die Einsicht bei anderen. Dass ein neues Zusammenleben er- und gefunden werden kann, Mehrheiten wird man wahrscheinlich nicht bekommen, wenn man alles anders machen will. Oft erwiesen sich die Versuche, mit allen alten Tabus Rasa zu machen, zum Beispiel Konkurrenz und Märkte abzuschaffen, um den Kapitalismus in Chaos auszumachen, nicht als radikal, sondern bestenfalls als naiv. Wer etwas Neues schaffen will, muss das bewährte Alte bewahren. Die große Wanderung wird sich erst dann zur menschlichen Konstante der Migration verkleinern, wenn die Fluchtursachen beseitigt und eine neue Zivilisation errungen worden ist. Es ist eine Jahrhundertaufgabe und in den Übergängen klaffen Abgründe. Jetzt mache ich eine kleine Pause, weil wir machen nur noch einen kleinen Abschnitt, weil wir weit fortgeschritten sind. Widersprüchlich bleiben die Hoffnungen, denn bekanntlich bewegt sich Geschichte nur in Zeiten, wenn sich vielfältige Krisen verbinden und dadurch Kräfte sich bündeln, die diese überwinden. Das geschieht nicht freiwillig, sondern unter nicht ausgesuchten Umständen. Es bedarf der Hoffnung auf ein Leben, wie es sich der Flüchtling und Remigrant Ernst Bloch erträumte. Das Prinzip Hoffnung propagierte und wusste, wer nicht kämpft, hat verloren, wer verloren hat, kämpfe. Aufrechter Gang auf bewohnbare Erde war das, was dem großen Philosophen vorschwebte. Und jetzt haben wir hier lange genug geredet, gesungen und Filme gezeigt. Wenn Sie Fragen, Kommentare haben, dann sind Sie jetzt dran. Vorhang zu und alle Fragen offen. Aber wir haben noch eine Sache dann, denn heute ist auch ein besonderer Tag. Jeder Tag. Ja, aber es ist der Tag, wo die neue CD von Wenzel rauskommt, die man auch dann bekommen kann. Und da wollen wir noch einen Absacker hören. Die Nazis brüllen und die Bullen schweigen. Ein Kirchenchor singt falsch vor lauter Schreck. Yoga-Lehrer tanzen einen Reigen. Ein Banker sitzt seit Wochen im Versteck. Der kleine Mann hat echt die Schnauze voll. Denn er weiß nicht, was er jetzt machen soll. Obwohl er eigentlich fast immer alles weiß. Das Fernsehquiz vergibt den Büchnerpreis. Wieso hat keiner mehr hier einen Plan? Es ist der Wahn, der Wahn, der Wahn, nichts als der Wahn. Pressesprecher spielen mit dem Füller. Die Umfragen verheißen Niedergang. Es spielt ein Dorftheater Heiner Müller. Die Handys haben wieder keinen Empfang. Ein Infizierter kriegt noch Spätbesuch. Ein Infizierter niest ins Taschentuch. Der kalte Wind der Marktwirtschaft erklärt. 10 Demonstranten haben sich im Wald verirrt. Es rächt sich spät im Internet der Untertan. Es ist der Wahn, der Wahn, der Wahn, nichts als der Wahn. Fußballtrainer tragen ernste Minen.
Ein Schlagersänger hat sich selbst erkannt. Der Denunziant hockt hinter den Gardinen und wird es retten, dieses Vaterland. Ein HNO-Arzt hat eine Infektion. Zwei Münchnerinnen haben eine Allergie. Der kalte Wind der Marktwirtschaft erklärt. 10 Demonstranten haben sich im Wald verirrt. Es rächt sich im Internet der Untertan. Es ist der Wahn, der Wahn, der Wahn, nichts als der Wahn. Das Militär kriegt neue Untertassen. Ein Milliardär spendiert ein Online-Fest. Ein dicker Mann will sich nicht impfen lassen. Ein Syrer sitzt im Abschiebearrest. Und alle Konten sind ganz plötzlich leer. Die Bürgerrechtlerin begreift nichts mehr. Ein Burschenschaftler trinkt sein Bier und grient. Das haben wir nun wirklich nicht verdient. Dies Unheil, das wir lang schon kommen sahen. Es ist der Wahn, der Wahn, der Wahn, nichts als der Wahn. Die Dummheit ist ein großer Ozean. Es ist der Wahn, der Wahn, der Wahn, nichts als der Wahn. Und bevor Sie jetzt gehen, also die, da können Sie dort vorne noch die CD und auch einige Bücher zum Thema erwerben. Und die nächste Veranstaltung wird am 25. November stattfinden. Da wird ein türkischer Abend sein. Da wird zum Beispiel Frau Östermer da sein, eine Schauspielerin, Regisseurin und vor allen Dingen Schriftstellerin, die jetzt ein großes Epos geschrieben hat über deutsch-türkische Verhältnisse. Das also, sie ist als Gastarbeiterin gekommen, dann wieder in die Türkei gegangen und dann musste sie nach einem Militärputsch fliehen, wollte aber nicht als Gastarbeiterin arbeiten und ist dann ins falsche Deutschland gekommen, in die DDR und musste dann bei Benno Besson an der Volksbühne arbeiten und ist dann mit Benno Besson dann nach Frankreich gegangen. Also eine ganz irre Geschichte, deutsch-deutsche Geschichte und deutsch-türkische Geschichte. Dann werden wir etwas erzählen noch über das, werden wir auch Rückblicke geben auf die Emigration zwischen 33 und 45, wo es eine intellektuelle Emigration von Deutschland oder von Österreich in die Türkei gab, wo es dann auch Verbindungen gibt heute, denn damals ermöglichte die Flucht die Intellektuelle, von Intellektuellen oder anderen Experten in die Türkei ein Philipp Schwarz und heute fliehen viele Intellektuelle aus der Türkei und diese Intellektuelle werden von einem Philipp Schwarz Fellowship häufig unterstützt. Und diesen Jahrhundertbogen, also von 1933 bis in die unmittelbare Gegenwart, die werden wir also dann schlagen, unter anderem mit Frau Özdemir und dem Dennis Utlu, das ist der aktuelle Dublin-Preisträger, der darüber auch gerade sein zweites Buch schreibt. Ja, wenn Sie Lust haben, am 25. November, 19 Uhr hier. Und jetzt, wenn Sie nicht zwischendurch noch Fragen haben, dann sage ich jetzt Tschüssi.